Ja, das wollen wir euch mit hineinnehmen in unsere Gebetszeit und an einige Anliegen, die wir sonst regelmäßig hier mit unseren Mitarbeitern teilen, einfach aus Afrika weitergeben. Es gibt viele, die einfach zu kurz gekommen sind. Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Und das ist für die Gemeinde in Afrika eine Herausforderung. Und ich freue mich, dass wir in einem Projekt wie Safine in Tansania einfach mit einem guten Beispiel vorangehen. Und unser großes Anliegen ist, dass so ein Projekt dann andere inspiriert, dann in dieser so Arbeit unter Straßenkinder mitzuarbeiten. Ich bin auch begeistert von unserer Partnerkirche in Ostafrika, von der SEGA 20. Toni Stenger und Kirsten Weiß da mitarbeiten. Sie haben eine starke Gemeindebewegung. Sie wollen ihre Gemeinden stärken, aber ihr großes Ziel ist Mission. Wie können Sie als Kirchenverband den Mitarbeiter zu Menschen senden in Afrika und darüber hinaus, um in der Missionsarbeit auch mitzuwirken. Das ist etwas, was sehr, sehr langfristig geplant ist, aber wo wir dann mitbeten können, dass das gut gelingt. Natürlich gibt es in Afrika sehr häufig Notsituationen wie in Südsudan. Es ist sehr traurig zu sehen, nur 5 Jahre nach der Unabhängigkeit. Auf einmal verstehen sie sich nicht mehr und sie bekriegen sich. Hauptsächlich zwei Volksgruppen. Und da können wir echt beten, dass dieses Land dann endlich zur Ruhe kommt. Und ich denke an unsere Mitarbeiter in Mosambik, in dem es auch wieder etwas politisches Unruhen gibt, Übergriffe, Teil von Land, in dem man nicht reisen kann, Einschränkungen für manche Mitarbeiter und Missionar. Da braucht ein Afrika dann auch in diese politische Entwicklung auch unsere Gebete in Begleitung, auch Weisheit für alle, die in die Leitungsrolle haben. Unter unseren Missionaren in Afrika. Ich danke, dass Sie so treu für uns und unsere Mitarbeiter und Missionare beten. Vielen Dank. Musik